So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Der Benny Anderson vom Adlerson, Der Benny Anderson hat mir auf jeden Fall auf Facebook geschrieben. Der hat meine ganzen Samyang-Videos geguckt und gefeiert, fand die gut, fand die super. Der ist auch riesengroßer Fan von den Samyang-Nudeln und er hat mir auch ein paar Bilder zukommen lassen, das kann ich hier nebenbei vielleicht dann auch mal einblenden, wie er seine Samyang-Nudeln isst und hat gesagt, das könnte ich ja vielleicht auch mal nachmachen in einem Video. Wir hatten das schon mal, da wurde ich auch angeschrieben, das sollte ich die Käsebombe machen vom Tilo oder Timo, vom Timo, Timo? Timo hat er gesagt, er macht da immer, wenn er die Samyang macht, dann nimmt er immer die Käsenudeln und dann tut er immer noch Käse mit drauf und dann macht er immer noch Käse-Dings und Käse-Bums und Käse-Bla und Käse hier. Und dann haben wir die Samyang-Käse-Bombe mal nachgemacht vom Timo, total übertrieben, auch mit hier Granpa irgendwas, diesen trockenen. Und Benny möchte jetzt das auch mir zeigen, wie seine Samyang-Nudeln funktionieren, wie er die isst. Das möchten wir heute nachmachen. Er hat mir dazu, wie gesagt, hier Bilder geschickt und auch eine Beschreibung, wie er das dann macht. Hier mein Samyang-Lieblingsnudelgericht, wie ich die esse. Links die Nudeln gibt es bei Netto, 79 Cent. Die habe ich mir jetzt extra besorgt. Ich war jetzt im Rewe, da gab es die nicht, da musste ich extra Netto, weil Mondo Italiano ist wohl eine exklusive Netto-Marke, was es nur da gibt. Die habe ich mir besorgt, 79 Cent, wie er gesagt hat. Links die Nudeln gibt es bei Netto, 79 Cent. Die Samyang, weißt du ja, bei jedem Asiamarkt 5er Packung 5 Euro. Digga, ich frage mich, bei welchem Asiamarkt du bist. 5 Euro, ich habe... Wenn ich eine Packung Too Spicy gesehen habe, die haben mindestens 8,50 Euro immer gekostet im Internet, bei Amazon, Ebay, sonst was. Ich habe keinen Asiamarkt, ich kenne keinen Asiamarkt. Jeder redet davon, bei uns im Asiamarkt gibt es die ganz günstig. Habe ich mir auf jeden Fall auch hier Samyang Too Spicy Nudeln nochmal für 8,50 Euro statt für 5 Euro. So, dann hat er das alles. Auf dem Bild seht ihr ja oben auch noch, da ist auch noch die Samyang Too Spicy Soße. Ich habe jetzt leider keine Samyang Too Spicy Soße mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, weil die schon leer ist, ich habe hier immer noch die die Flying Goose Sriracha Blackout Chili Soße. Sriracha Brand, Flying Goose kennt ja auch jeder. Also Flying Goose Brand, Sriracha Soße, gibt es ja die grüne, die rote und die schwarze. Und die schwarze ist die schärfste davon. Deswegen habe ich diese Sriracha Flying Goose Sauce und noch ein bisschen Classic Tabasco. Da habe ich gedacht, machen wir uns das zwei noch mit oben drauf, weil wir die Too Spicy Soße nicht extra nochmal haben. So, zeigt er hier. Die Samyang Nudeln habe ich noch klein geschnitten, weil ich die immer mit dem Löffel esse. Mache ich nicht, ich lasse die so, ich esse das halt dann mit der Gabel. Fertig. Und so sind die super, super lecker. Kannst ja gerne mal auch so machen. Gerne auch mit Video bei YouTube. Viele leckere Grüße. Benny Anderson. Da ist jetzt nicht... Ja, im Prinzip, er macht sich eine Packung das, er macht sich eine Packung das. Und dann schüttet er das zusammen und isst das so gemischt. Sieht auch toll aus, wie er das hier drauf macht, ne? Die Soße extra nochmal, das und so und das und so. Ich bin jetzt nur überfordert. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das mache alles. Weil hier brauchst du 500 Milliliter Wasser. Machst das heiß. Ich glaube, ich koche erstmal die Samyang und nehme das Wasser von denen dann dafür. Und das ist übrigens hier Tomate Mozzarella. Also das müsste auch irgendwie ein bisschen käsig und cremig sein. Deswegen bin ich ganz besonders gespannt, wie das gleich wird. So, pass auf, jetzt kommt der mathematische Teil. Da ist ein Liter Wasser drin, womit ich jetzt die Samyang-Nudeln erstmal ein bisschen gekocht habe. Eigentlich steht da drauf 600 Milliliter. Dafür brauchen wir 500. Ich werde jetzt also den Samyang-Nudeltopf nehmen, habe mir einen Messbecher eingestellt mit dem Nudelsieb, tue die jetzt mal hier so rein. Und guck dann mal, dass ich so 500 Milliliter Wasser irgendwie... Was mache ich denn eigentlich? Einfach die Nudeln in den Sieb. Das muss ja eh in den Sieb, genau. Pack mal die Nudeln in den Sieb. Da sollen 8 Teelöffel Wasser drin bleiben. Ich tue das jetzt nicht ausschleudern und pack die mal direkt auf den Teller. So,
dann sind da nämlich die Nudeln noch ein bisschen wässrig. Das sind jetzt automatisch 8 Teelöffel Wasser dran. Gleichzeitig gucke ich in meinen Messbecher und sehe hier, wir haben fast 500 Milliliter. Wir geben einfach ein Stück wieder weg, gucken nochmal nach. Können wir aber noch ein kleines Stück weg. Haben jetzt 500 noch übrig, die wir hier reintun wieder. Und mit dem gekochten Wasser fangen wir jetzt an, die Mondo Italiano Nudeln zu kochen und klein zu machen. Die schieben wir mal wieder hier vor. Und das muss jetzt hier rein. So. Dann wird es ja auch immer ein bisschen rumgemacht, ne? Im kalten Wasser sollt ihr die Nudeln ankochen. Ich lasse sie jetzt hier drin. Das ist total simpel, oder? Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, in welcher Reihenfolge, aber ich habe jetzt 1 Liter genommen. Von dem Liter waren noch 600 Milliliter übrig. Die habe ich ohne Abtropfen raus, dass sie also 8 Teelöffel Wasser haben. Habe 100 Milliliter abgegossen, dass ich jetzt hier 500 übrig habe. Dafür, das muss nämlich jetzt irgendwie ein bisschen fest werden. Und hier drüben muss jetzt die Soße drauf und die Flakes, das schön rumgemacht werden. Und dann packe ich das, wenn das ein bisschen breiig ist, auch mit drauf, verrühre das nochmal und dann kommen noch die anderen Soßen drauf, die da drüben stehen. So, hier wird wieder gerührt, fein säuberlich. Hier drüben habe ich jetzt die Algen und den Sesam auf die Nudeln gegeben. Gleichzeitig habe ich die Samyang-Soße drauf. Das sieht immer total wenig aus, weil die durchläuft und dann unten rumsaut. Die saut jetzt also den ganzen Teller ein. Der wird dann hier richtig schön dunkel. Und da seht ihr, das ist ein bisschen flüssig alles. Wir machen also die Nudeln hier ein bisschen rum, verteilen das. Gleichzeitig müssen wir hier aber aufpassen. Und dann packen wir die zwei noch drauf, aber erst wenn das drauf ist. Aber hier müssen wir noch erstmal weiter verteilen, dass das ordentlich aussieht und eine schöne Portion ist. Und ich finde es immer noch klasse, dass ich diesen super Teller mir damals geholt habe. Das ist mein absoluter Lieblingsteller jetzt, wenn es ums Essen geht. So, das sieht doch schon fast richtig gut aus. So gut haben Samyang-Nudeln bei mir noch nie ausgesehen. Und hier kocht es die ganze Zeit und brodelt. Ich weiß nicht, ich glaube, der Adi ist erkältet. Der setzt sich extra da hoch, dass wenn der heiße Dampf aufsteigt, er den inhalieren kann. Beziehungsweise immer, wenn ich hier koche, geht er da hoch und guckt einfach von oben zu, was wir da machen. Oder schnappt sich einen Bierkrug und wirft mir den gegen den Kopf. Das hat er auch schon mal gemacht. So, jetzt sind die Nudeln nämlich eigentlich auch, hoffe ich, vielleicht fertig. Sieht das fertig aus? Der Turin würde sagen, sieht so fertig aus wie mein Kopf. Wir kippen das jetzt einfach mal hier drüber. Zack, ein Nudelgericht auf das andere oben drauf geschossen. Ich mache den Topf auch gleich ein bisschen sauber. Wir nehmen es gleich mit rüber und packen die anderen Soßen noch drauf. Und dann wird es noch ein bisschen vermischt. Aber es dampft auf jeden Fall. Sieht doch herrlich aus, ja. So, da seht ihr nochmal den Nudelteller, den Nudelteller. Und weil er ja gezeigt hat, dass er da trotzdem auch noch Soße drauf gemacht hat, wollen wir jetzt auch noch ein bisschen Soße da drauf machen. Dafür habe ich, wie gesagt, hier diese Flying Goose, Sriracha, Black Out Soße. Sieht man das überhaupt? Weiß nicht, ob man das sieht, oder? Sieht man das? Jetzt ist da so Blackout Sriracha Soße drauf. Und wir haben natürlich noch Tabasco. Da können wir hier auch noch ein bisschen was drauf machen. Ich glaube, das Tabasco verfälscht jetzt den kompletten Geschmack und jetzt schmeckt es einfach alles nach Essig. Wir haben uns das auf jeden Fall jetzt so zurecht gemacht. Das sieht doch herrlich aus, ne? Das Samyang. Kurz fürs Thumbnail mal kurz die Schnauze halten. Das Samyang-Topf vom Benny Teller. Ich werde das jetzt aber noch mal ein bisschen abkühlen lassen, noch mal ein bisschen rummachen, noch mal ein bisschen vermischen. Und dann werden wir uns das gleich reinziehen, glaube ich. Das ist nämlich jetzt alles richtig schmierig und mega heiß. Oh mein Gott, noch nie so was Heißes gesehen. Ja, okay. Jegliche dummen Sprüche, die mir gerade durch den Kopf gegangen sind, lassen wir einfach weg. Habt ihr schon mal so was Heißes gesehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, das ist ja klein geschnitten nochmal, damit er dann mit dem Löffel das einfach essen kann.
Die Gabel finde ich aber eigentlich ganz gut, um das hier so häufchenweise aufzugabeln. Was mich nervt, sind diese anderen Dinger hier, weil die halt so rumflutschen. Ich glaube, dafür wäre ein Löffel doch besser. Oder ich hole mir noch einen Löffel dazu. Und wir machen das dann mit Gabel und Löffel gleichzeitig. So, das sieht doch wunderbar aus. Einfach so ein Türmchen gebastelt. Guckt euch den Turm nochmal an, wie ihr das jetzt hier rum so gelegt habt. Bitteschön, Benny Andersson. Ich hoffe, das ist so, wie du es dir ungefähr vorgestellt hast. Dein Samyang Nudelteller vom der Andersson Samyang Nudelteller. Jetzt habe ich's. So, Löffel ist am Start, Gabel ist am Start. Ich tue das jetzt mal probieren und mal gucken, wie das schmeckt. Das ist jetzt total fest. Wir nehmen einfach mal hier am Rand so ein paar kleine Nudels und tasten die mal kurz. Ja, schmeckt nach Tabasco und brennt total im Nachhinein gerade. Wir gehen mal an eine andere Stelle. Schmeckt nicht nach Tabasco, aber ein bisschen käsig. Ich glaube, da kam ein guter Mozzarella gerade durch, von der Soße, die eigentlich bei den anderen Nudeln dabei ist. Der dritte Haufen hat nach gar nichts geschmeckt. Wir gehen einfach mal jetzt hier in die Samyang-Nudeln direkt, wirbeln die ein bisschen hier drum, heben die mal an und gucken mal, wenn wir die Samyang-Nudeln in den Mund nehmen. Original Samyang-Geschmack. Schön weich, schön lecker und gut Soße mit dabei. Ich tue das jetzt mal hier irgendwie verputzen ein bisschen. Vielleicht schneide ich das ein bisschen zusammen, dass man das dann sieht. Und würde sagen, war doch eigentlich eine coole Idee. Wir haben immer noch die Three Spicy, die wir testen müssen irgendwann. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. So, das ist die letzte Gabel. Der Teller ist leer. Sieht auch gut aus. Das legen wir mal kurz hier hin. Und noch ein kleines abschließendes Feedback. Ich bin ja mittlerweile dann so, also ich sage, wenn ich mir eine Packung Samyang-Nudeln mache, dieser ganze Aufwand mit dem ganzen Hin und Her und die ganze Sauerei, das lohnt sich gar nicht, wenn du dir nur eine Packung machst. Weil eine Packung, ihr habt es ja gesehen, ist nur so ein kleines Häuflein. Andere essen das in drei Gabeln direkt weg. Jetzt habe ich deswegen immer mal zwei Packungen mit einmal gemacht. Man könnte denken, das ist irgendwie Verschwendung, immer gleich zwei Packungen mit einmal zu essen. Dann hat man nicht so viel davon. Das wäre sogar jetzt eine gute Alternative, diese Portion zu vergrößern, trotzdem aber diesen Geschmack von den Samyang zu haben. Und da diese Mozzarella-Nudeln nicht unbedingt den Geschmack jetzt nehmen, die Schärfe so extrem nehmen, ihr habt trotzdem diesen super Samyang-Geschmack und noch ein bisschen was anderes dazu. Ihr werdet also definitiv satt, habt sozusagen die doppelte Portion und verbraucht immer nur eine Packung Too Spicy von den Samyang. Finde ich also gut, auch wenn ich es jetzt nicht genau original so machen konnte. Mit Tabasco. Tabasco habe ich am Anfang erst gedacht, okay, ich habe es verkackt, aber kam gar nicht so sehr durch dann dieser Essiggeschmack, sobald
die Samyang-Soße dich erreicht hat, ist die so scharf, da hält auch das Tabasco gar nicht mit. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.